Hallo, hallo, Ben Whelan hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und endlich ist der Ben wieder da. Oh mein Gott, 3 Wochen Seuche, vom Regen in die Traufe gekommen. Ich kann euch sagen, nachdem ich das letzte Video gemacht habe, wo ich ja noch die hatte, ja, hab ich gedacht, oh, jetzt fängt es mir aber an, so langsam besser zu gehen, ne? Oh! Am nächsten Tag ging es nur noch Wasser. Ju, 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 ju. Ja? Aber 3, 4 Tage lang. Oh, danach war ich so fertig. Aber ich bin noch aus dem Bett gekrochen und habe ein Video für euch gemacht. Könnt ihr euch vorstellen? Aus dem Bett gekrochen, Video gemacht. Und dann war der Chip, wo das Video drauf war, kaputt. Boah, ja, und dann hatte ich überhaupt keine Kraft, noch einen neuen Chip zu kaufen oder ein neues Video zu machen oder was auch immer. Und am letzten Tag meiner Scheißerei, wo das endlich vorbei war, boom, voll die Mega-Erkältung bekommen. Ich habe euch ja gesagt, meine Frau, die hatte so eine super Erkältung gehabt und habe ich die voll bekommen. Und ich war jetzt 5 Jahre lang, habe ich keine Erkältung oder eine Grippe gehabt. 5 Jahre. Immer nur einmal im Jahr die Scheißerei, ja? Aber Grippe? Nee. Und jetzt war mein Immunsystem so kaputt, so unten, boom. Wirklich, ein Tag Scheißerei, stopp, und dann voll die Mega-Erkältung, ne? Oh, hat mich voll runtergezogen. Und dann die ganzen Leute, ne? Ah, das ist bestimmt Corona, ne? Ah, ist 100% Corona, ne? Wisst ihr was? Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. War mir scheißegal. So, wenn ich Corona habe, so was, ist mir egal. Will ich gar nicht wissen. Ich mache keinen Test. Interessiert mich nicht, weil das bringt mich eh nicht um. Pff, Corona. Ist mir doch egal. Was ist der Unterschied zwischen der Grippe und Corona? Für mich als gesunden Menschen nichts. Kein Unterschied. Ja, so. Aber hier ist der Unterschied zwischen Grippe und einer schweren Erkältung. Und ich hatte nach dieser ganzen Scheißerei, ich glaube, so 6 Kilo verloren. So, jetzt kriege ich die Mega-Erkältung. Die Scheiße. Wenn ich jetzt noch 1, 2 Wochen zu Hause bleibe, dann schmilzt ich weg. In meinem Alter, wenn du älter bist, besonders die Beine, ne? Ich so, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich war mega kaputt, ne? Keine Energie, nichts, ne? Verschnupft und meine Stimme total weg. Also selbst wenn ich ein Video hätte machen wollen, aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte nicht, ich konnte nicht. Ich mich so ungefähr angehört. Also ganz brutal. Ganz brutal. So, ich habe mich aber entschlossen, in der nächsten Woche etwas trainieren zu gehen. Wie? Was? Bist du bekloppt? Ja, pass mal auf. Hier ist das Ding. Wann kann man trainieren, wenn man krank ist? Außerdem hätte ich nicht trainiert, wenn ich nicht gerade aus dieser Scheißen solche Krankheit gekommen wäre und 6 Kilo verloren hätte und ich hätte jetzt eine normale, schwere Erkältung gehabt, hätte ich gesagt, nee, bleibe ich zu Hause, kuriere ich aus, 1 Woche, 10 Tage, wie auch immer. Kein Problem. Aber jetzt hatte ich diese mega Seuche und dann nochmal eine andere Seuche, oh, da weiß ich, dann schrink ich weg. So, jetzt hatte ich ein bisschen Energie. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jeden Tag ins Studio, für 20, 25 Minuten eine Muskelgruppe, pump mal so ein bisschen, ungut ist. Und dann wirklich, mein Tagesablauf in den letzten 3 Wochen war, morgens aufstehen, frühstücken, Hunde spazieren gehen, ins Bett legen, war total platt nach Hundespaziergang, dann 2 Stunden im Bett gelegen, aufgeracht, Tasse Kaffee getrunken, ins Studio gegangen, 25 Minuten nach Hause, essen, ganzen Tag im Bett, schlafen, Fertigung. Nichts, keine Power für nichts. So, wann könnt ihr trainieren, wenn ihr krank seid? So, im Prinzip sage ich, wenn ihr jetzt eine schwere Erkältung oder eine Grippe habt, solltet ihr nicht trainieren. Bleibt zu Hause, kuriert es aus, dann geht es schneller. Aber in meinem Fall war das jetzt anders, da ich die Seuche davor hatte. So, wann könnt ihr trainieren? Ganz einfach.
Ihr könnt mit einer Erkältung oder schweren Erkältung trainieren. Aber zwei Sachen müssen stimmen, beziehungsweise nicht da sein. Einmal ist Fieber, ihr dürft kein Fieber haben, okay? Wenn ihr Fieber habt, habt ihr einen grippalen Infekt, also habt ihr mehr die Grippe, kein Training, weil das geht aus Herz, Herzmuskelentzündung, dann seid ihr Marsch. Ne? Ganz schlimm, kann sogar mit Tod enden. Nein, 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 bei Fieber geht man nicht trainieren oder schränkt sich auch irgendwie an. Ne? Also poppen auch nichts. Ne? So. Das andere Anzeichen ist, wenn ihr einen erhöhten Puls habt. Ne? Also der normalerweise der Ruhepuls ist so 60 irgendwas. Und wenn ihr auf einmal 85, 90 habt, nee, könnt ihr nicht trainieren, da ihr wirklich krank seid und euer Körper fightet mit der Seuche. Mit Arsch zu Hause bleiben, egal was. Und wenn ich diese Anzeichen gehabt hätte, Fieber oder einen erhöhten Puls, wäre ich auch nicht ins Studio gegangen, habe ich aber nicht gehabt. So bin ich halt ins Studio gegangen. In den letzten drei Wochen, sechsmal die Woche, erst 20 Minuten, dann 25 Minuten, dann habe ich gesteigert auf 30 Minuten. Zumindest habe ich nicht mehr verloren. Ne? Aber war natürlich auch zwischendurch total platt. Ne? Und wie gesagt, jeder ist mir reingegangen, oh, das ist bestimmt Corona, ne? Das ist bestimmt Corona. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Man schneidet sich mit dem Finger ins Messer, oh, Corona, ne? Du brichst dir Bein, oh, Corona, ne? Autounfall, na, 100% Corona. Ihr wisst, wie das ist heutzutage. Ich bin ins Studio gegangen, wenn ich wusste, 11.30 Uhr, 12 Uhr, ich habe hier ein Studio um die Ecke, da ist keiner. Keiner, null people. Bin ich ins Studio gegangen, hab meine halbe Stunde gemacht und dann wieder nach Hause ins Bett. So, fertig. So, falls ihr jemals in einer Vorbereitung seid, eine schwere Erkältung bekommt, könnt ihr trainieren, wenn ihr keinen erhöhten Puls habt und kein Fieber. Okay? Das war dazu. Eine Sekunde, ich muss mal gerade die Aircondition ausschalten hier. Wenn ich den richtigen Knopf finden sollte. Ah, gut. Also, so. Heute fangen wir mal an mit einem Paukenschlag. Boah! Heute habe ich mal so ein paar Dinge zu erzählen, die werden euch echt vom Hocker hauen. Ja, diese Dinge weiß ich schon seit Jahren, habe ich mir überlegt, sollte ich die eigentlich jemals erzählen? Und ich denke, meine, warum eigentlich nicht? Das ist, was ich weiß, dass sind Sachen, die ich aus erster Hand weiß und ich gebe euch einfach mal diese Informationen heute so weiter und damit könnt ihr dann anfangen, was auch immer ihr wollt, ne? Aber ich erzähle euch das gleich. Aber bevor ich das euch erzähle, hier noch was, wir sind umgezogen, weil meine Frau, die hat sehr viele Termine, ne? Weil sie ist ja Ernährungswissenschaftlerin und in dem anderen Haus, da haben wir ein paar Probleme gehabt und die Leute, wenn die jetzt kamen für eine Consultation, hatten wir nicht den richtigen Raum, dann haben wir hier sowas gefunden, das hat so 5, 6 Büroräume, 6 Büroräume, ist so ein Büro, Haus, Gebäude, bla bla bla. Und das war auch ziemlich günstig und haben uns das angeschaut und haben gesagt, ach, nehmen wir, wir machen das, wir bauen das ein bisschen um, ist perfekt für uns. Und haben wir natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wir haben gar keine Küche und solche Sachen, keine Küche, keine Betten, kein Dis, kein Da, ne? Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal ein Video, wie das so vor ein paar Wochen ausgesehen hat und dann habe ich ein Video gemacht, wie das jetzt heutzutage aussieht, aber nur von der unteren Etage, ne? Damit ihr mal so eine Idee habt, was ich da überhaupt erzähle, okay? Und hier kommt das Video und ich komme gleich wieder. So, wie gesagt, wir sind jetzt umgezogen in dieses Office Location. Die Treadmill passt nicht durch die Türe oder Fenster, so die bleibt jetzt hier schön draußen, aber ist kein Problem. Ist zurzeit totales Chaos noch. So, hier ist der Eingang von unserem Office Building. So, wie gesagt, Chaos everywhere. Ein paar Trophys. Mehr Trophys, Chaos,
Chaos, Trophys. Und dann, warte mal. Hier ist das andere Office Building. Mal kurz rein. So, da Trophys, das sind alles meistens Motorrad-Trophys, dann hier ein paar Bodybuilding-Trophys. Muss alles noch geregelt werden. So, das wird dann auch ein Office. Das Ding muss ich hier restaurieren. Eine meiner WM-Trophys. Ihr seht, ne, hat er irgendwie seinen halben Arm verloren. Da, ne? Das muss ich machen. Und dann das Hauptproblem zurzeit ist die Küche, weil wir haben keine. Wir haben jetzt mal gerade so einen Ofen gekauft, ne? Und eine Mikrowelle, ja? Und haben dann so einen Kühlschrank. Und ansonsten haben wir nichts, ne? In der Küche. Ihr seht, alles steht auf dem Boden. Haben wir nicht so bedacht. Nächste Woche kommt dann alles. Wie gesagt, zurzeit totales Chaos. Überall. Ja, okay. Und dann hier ist dann meine alte Football-Ausrüstung. Ich glaube, da haben die Katzen reingepipiet, nicht so gut. Und dann hier, das wird ein Gästezimmer. Wie ihr seht, auch total chaotisch und weiß ich nicht was. Und ja, so. Und dann oben haben wir dann drei Schlafzimmer, da machen wir dann noch ein Office draus, da gehe ich jetzt nicht hoch, weil da ist es noch schlimmer und dann kriege ich Ärger mit meiner Frau. Ne? So könnt ihr sehen, im Moment alles total chaotisch. Heute ist noch der zweite Weihnachtstag und ich hoffe, dass so in einer Woche das alles besser ist, weil wir müssen die ganzen Wände streichen und la la la. Ne? Ihr wisst schon, ja? So, also so sieht es aus, ne? In unserem Chaos und ja. So, und so sieht es jetzt ein paar Wochen später aus. Ja, so. Hier, da habe ich ein paar Trophys noch ausgebuddelt. Ich meine, es sind immer noch genug in den Kisten. So sieht es jetzt hier aus. Ein bisschen mehr wohnlich. Dann in diesem Raum sind alles Motorrad-Trophys. Schönes Bild von den Motorrädern. Ab der. So, hier mache ich meinen Podcast und all das. Hier sind ein paar schöne Slots. Also mit der, ne? Also die Rothaarige. Na, lassen wir mal, ne? So. Okay, und dann haben wir jetzt sowas wie eine Küche bekommen, ja? Also, bevorher hatten wir gar nichts und jetzt haben wir doch schon sowas wie eine Küche. Ist noch nicht perfekt. Zwei Kühlschränke, Riesending und den normalen und dann hier so ein bisschen. Ne? Also, wie gesagt, sieht schon etwas besser aus. Oben arbeiten wir immer noch dran, zeige ich euch später. Und der Raum hier ist immer noch fast gleich. Also, ne, ja, arbeiten wir noch dran. So, und wie gesagt, oben kommt später. Das nochmal kurz, okay? Jetzt sprechen wir mal kurz über meinen YouTube-Channel. Folgendes. Ich finde es immer total klasse und ich freue mich und wirklich, ich appreciate it. Wie sagt man, ich bin sehr dankbar für euch, wenn ihr mir private Messages schickt und sagt, boah, Ben, dein Video ist geil oder dein Videokanal ist geil und ich schaue den so gerne und la la la. Und ich habe auch jetzt viele Messages gekriegt von Leuten, die sagen, oh, wir vermissen deine Videos, bist du okay und la la la. Und vielen, vielen Dank dafür, dass ich euch Sorgen gemacht habe und so weiter und so fort. Und ihr seht, der Ben ist noch am Leben, ne? So, und ja, hilft es aber meinem Video-Channel, wenn mir diese privaten Nachrichten schickt? Nein,
Dann poste ich ja immer meine Videos auch auf Facebook und dann macht ihr auch öfters schöne Kommentare unter die Facebook-Videos und das finde ich auch ganz toll und vielen, vielen Dank dafür. Hilft es meinem Channel? Nein! Was hilft meinem Channel? Weil ich bekomme so viele Messages, die sagen, oh Ben, dein Channel müsste viel größer werden, da müssten viel mehr Leute den sehen und bla 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 bla. Ja, Jungs, ihr müsst mir helfen. Ich kann das nicht alleine, den Channel größer machen. Und es ist so einfach, wie ihr mir helfen könnt. Abonniert zu meinem Channel. Das ist mal Punkt 1. Zweitens, macht jedes Mal einen Kommentar on YouTube. Bitte, on YouTube. Ihr braucht noch nicht mal irgendwas zu schreiben. Ihr könnt einfach so einen blöden Smiley hinmachen. Nix, kein Kommentar. Einfach nur als Kommentar ein Smiley. Und fertig. Das ist genug. Und den Daumen hoch. Boom. Das ist alles, was ihr machen müsst. Wegen dem, ne? Größer werden des Channels. Wie heißt das noch? Komme ich jetzt nicht drauf. Algorithm, Algorithm, das, genau das, ne? So, wenn ihr mir wirklich helft, wollt, macht einen Kommentar oder ein Smiley auf meinem YouTube-Channel und Daumen hoch. Jedes Mal, wenn ihr mein Video seht, so wird mein Channel größer. Bitte. Und jetzt kommt das, was ich, etwas Neues, was ich jetzt in jedem Video zeige. Und dann wisst ihr Bescheid. Und das kommt jetzt. Okay, so, jetzt fangen wir mal an. Meine Stimme ist immer noch nicht so 100% und super. Mein nächster Gast. Oh, warte mal, wir machen das anders. Erst einmal, heute ist Freitag, der 21. Januar. Ja, es ist nicht Samstag, ich nehme das einen Tag vorher auf. Morgen habe ich viel zu tun. Und heute, einer meiner Interviewgäste, der Dominik Dörfel, hat geheiratet. Jetzt gerade ist er wahrscheinlich auf einer riesen Party und tanzen und weiß ich was mit seiner wunderschönen Frau. Dominik, du bist ein toller Typ. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für deine Frau und dich und für eure Marriage und seid gesegnet, auch hier von Mexiko, okay? Dominik Dörfel, Gratulation zu deiner Wedding. Dann der Hubert Metz, herzlichen Glückwunsch. Dein Interview oder unser Interviewvideo wurde zum Video des Jahres gewählt. Yay! Bist halt ein toller Typ, jeder kann dich leiden, du bist einfach ein herzensguter Mensch. Glückwunsch an dich und vielleicht ein bisschen an mich, ne? Ach ja, wie auch immer. Und ja, Hubert, nochmals herzlichen Glückwunsch, Video des Jahres, Interview mit Hubert Metz. So, mein nächster Interviewgast ist die absolute Jugendsensation, Gerhard Pfister. Yay! Da freue ich mich drauf. Das Interview sollte in einer Woche zu euch kommen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch, ihr wisst, all diese Gerüchte, was? Gerüchte, die damals mit dem Gerhard Pfister zusammenhingen, warum er aufhören musste, ne? Weil er war im Krankenhaus und krank und zu viel Anabolika und bla bla bla. Und wir werden mal mit diesen ganzen Gerüchten ein für alle Mal, wie sagt man, nicht aufhören, wir werden jetzt das mal aufklären, ja, diese ganze Gerüchte, Küche, was da so gekocht wurde und der Gerhard wird uns mal alles erzählen, was wirklich damals wirklich passiert ist und der Gerhard war ein absolutes Wunder, man hat ihn mit Rich Gaspari verglichen, also der war richtig der Hammer, der Junge und ganz jung, der hat ja schon mit 23 aufgehört. Wie gesagt, ich werde ein tolles Interview mit unserem Gerhard haben. Da freue ich mich drauf. Und das ist das nächste Interview. Und das kommt wahrscheinlich nächste Woche Sonntag zu euch. So, ein anderer Interviewgast, der Mike
Sommerfeld. Okay. Ich habe ja den Mike Sommerfeld angeschrieben und ich habe ihm wirklich, so wie ich jetzt sage, ihn angeschrieben und gesagt, hey Mike, ich würde gerne ein Interview mit dir machen und der Grund ist, dass viele Leute denken, dass du ein Arsch bist und warum zeigen wir den Leuten nicht mal den echten, richtigen Mike Sommerfeld? Und dann ging das so ein bisschen hin und her und hat gesagt, ach, wieso denken denn die Leute, dass ich ein Arsch bin? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Weil ich habe mich nicht so viel mit Mike Sommerfeld beschäftigt. Der war halt sehr interessant für mich, ist ein junger Typ, hat einen tollen Körper, 7. Platz Mr. Olympia, könnte echt, dem könnte die Zukunft gehören, wie auch immer. Das war, wie ich ihn approached habe und dann nach ein paar Tagen haben wir hin und her getextet. Und er hat mir gesagt, Ben, sorry, sehr gerne mache ich das Interview. So, okay. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, hey Mike, sag mir einfach Bescheid, wann und wo und wie auch immer. Nix. Totenstille. So, okay. Dann schrieb, hey Mike, lalala. Nix. Nothing. Eine Woche später macht er einen Post auf Facebook und ich sehe das und ich schreibe unter seinen Post auf Facebook, hey Mike, melde dich doch mal. Was ist denn los? Antworte doch mal. Meine Message. Hatte mir geantwortet, ah ja, beschäftigt, bla bla bla, wie auch immer, pass mal auf, ich fliege jetzt in die Türkei. Und wenn ich zurückkomme, dann machen wir das. Da freue ich mich drauf. So, okay, sicher? Ah ja, 100%, dann machen wir das Interview. Wenn ich zurückkomme aus der Türkei. So, okay, Mike, kein Problem. 3 Wochen später schreibe ich ihn an, hey Mike, wie war die Türkei und bla 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 und wann passt das denn für dich? Und la. Nix. Ghosted. Paula geschrieben, ghosted. Hat noch nicht mal mehr meine Nachricht geguckt. Completely ghosted. Dann hat er wieder was auf Facebook gepostet und ich wieder unten drunter. Hey Mike, hast du mich vergessen? Hat mich komplett geghostet. Okay, Mike, bis jetzt hatte ich 2 Personen, die mir abgesagt haben, ja? Einer davon war der Helmut Riedemeyer, den habe ich angesprochen, er hat gesagt, Helmut, willst du nicht mal ein tolles Interview mit mir machen? Da hat er gesagt, ja, pass auf, Ben, wenn ich ein Interview mache, da sehe ich immer so blöd aus, da fühle ich mich nicht wohl, ich bin so ein bisschen shy und wie auch immer. Okay, hey, Helmut, kein Problem, mach dir keine Sorgen. Dann war jemand anders, dessen Namen will ich jetzt nicht sagen, aus dem Grund, warum ich das jetzt sage. Er hat gesagt, pass mal auf, ich trauere immer noch wegen meiner toten Ehefrau. Ich so, okay, klar, Mann, kein Problem, machen wir nicht. Diese Leute haben mir direkt abgesagt. Und die kann ich super respektieren dafür. Ja, wenn unser lieber Mike mir gesagt hätte, ah, Ben, weißt du was, auf deinen Channel habe ich gar keinen Bock drauf. Nicht jeder mag meinen Channel. Ist okay. Mike, weißt du was? Okay. Vielleicht irgendwann in der Zukunft oder wenn du mich nicht leiden kannst, kann man halt nichts machen. Willst kein Interview mit mir machen oder denkst, ich bin zu klein für dich oder was auch immer. Ja, lassen wir es halt. Aber ghosten, Junge? Ghosten? Ja? Teenager Bullshit? Ich ghoste dich jetzt? Ja? So? Tu mal so, als würde ich dich nicht mehr sehen. Ben? Ne? Nicht mehr antworten, ne? Ich habe schon 2 Mal zugesagt. Ne? So. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Warum denken Leute, dass Mike Sommerfeld ein Arsch ist? Ha! Ich habe da so eine kleine Idee. Eine kleine Idee. Vielleicht, weil er viel redet und nichts tut oder Leuten Versprechungen macht, die er nicht einhält. Ein Arsch. Keine Ahnung. Bildet euch eure eigene Meinung darüber.
Ich mache nichts mehr. Mike ist für mich unten durch. Mike, kannst du mich mal ghosten? Kinderkacke. Gebe ich mich nicht mit ab. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und brauchst dich auch gar nicht zu melden. I don't care. I don't give a shit. Mike Sommerfeld. Leute sagen, du bist ein Arsch. Nö. Denk mal drüber nach. Okay? So, mein guter, lieber Freund Tom Scheu. War mal wieder in einem Interview mit dem Urs. Ja, Urs. I love you, Urs. Urs ist my man. Urs, Urs. Und Urs hat ihn interviewt. Und irgendjemand, Jungs, irgendjemand da draußen muss dem Tom Scheu mal helfen. Helft dem doch mal. Ja, der kommt erstens nicht drüber weg, was ich einmal über ihn gesagt habe, beziehungsweise über sein Denken, dass die einzigsten guten Leute bei der IFBB Amateur sind, ne? Kommt er nicht drüber weg. Und zum anderen muss ihm doch irgendjemand mal erklären, dass die IFBB Amateur absolut null, zero mit der IFBB Pro League zu tun hat. Da setzt er sich dahin im Interview. Ja, wenn man ne, zur IFBB Pro League will, ne, zur richtigen IFBB, dann muss man ja, ne, das muss ja über uns laufen, dann muss das ja ne, über uns gehen. Was? Nein! Die IFBB Amateur interessiert keinen Schwanz mehr. Das ist vorbei seit 2017. 5 Jahre später lebst du immer noch in dieser Blase. Ja, lass mich mal rein, ich bin der Top. Ich muss in die Blase, ne? Also die IFBB ist immer noch, ne? Nein! Tom, nein! Oh, Tom. Nochmal für dich zum Mitschreiben. IFBB Amateur, IFBB Pro League, nicht Olympia, nicht Arnold Classic, nicht New York Pro, la 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 la. IFBB Pro League, nicht Olympia, Arnold Classic, New York Pro, bla bla bla. Eine mit dem anderen nichts zu tun. Genauso viel mit der Nama, Wama, Nack, was auch immer. So viel hat deine IFBB mit der IFBB Pro League zu tun. Nix. Und niemand muss bei deiner IFBB Amateur starten. Ja? Und niemand sagt jetzt mehr, dass das die besten Athleten sind und dass man da starten muss, um dann weiter später ne, bei Mr. Olympia zu starten. Oh, Tom, raus aus der Blase. Du hast leider keine Ahnung, was du redest. Oh. Okay. Mach's gut, Tom. Jetzt kommt der erste. Schlag. Ralf Möller, unser lieber Ralf Möller, der ja mal wieder kürzlich im deutschen Fernsehen war und mal wieder so einen Scheiß losgelassen hat. Jetzt ist der Veganer, ne? Ho, ho, wie Arnold, ne? Ich bin ja Arnolds größter Schatten, ne? Arschkriecher oder was auch immer. Ja. Ralf Möller. Ich kenne seine Frau seit 1994, die Annette. Eine super nette Frau. Ich habe sie damals im Coaching kennengelernt. Ich war ständig da, habe da trainiert, 94, 95, 96, also seit 1994. Und bin immer irgendwie da gewesen, wenn Annette da war. Und wir haben uns oft sehr gut unterhalten, eine ganz tolle Frau. Annette, klasse. Ralf Möller habe ich eigentlich erst kennengelernt, 2001, wie ich in Amerika war, auf meinem Comeback-Trail. Ja? Und jedes Mal habe ich euch erzählt, wenn ich im Studio war, im Goldschirm, und der Ralf Möller mich gesehen hat, oh, Ben, oh, zeig mir deinen Bauch, zeig mir deinen Bauch, ne, mach mal hoch, ne, da sagst du da, oh, mach mal hoch, ne, da konnte der 30 Meter weit weg sein, aus seinem Fahrradergometer, ne, das hat er so geliebt. Der sieht mich, komm in den letzten Raum bei dem Goldschirm, oh, Ben, zeig mir deinen Bauch, zeig mir deinen Bauch, ne, mach mal, ja, und dann hast du T-Shirt hoch, und er so, oh, jeden Tag. Jeden Tag. In den 3 Monaten, wo ich da war. Wie oft ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Ben, wir müssen uns mal treffen im Großcafé. Trink mal ein Kästchen Kaffee und quatschen und bla 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 und weiß ich nicht was.
Ist nie passiert, weil Ralf Möller ist einfach nicht gekommen. Ist der meist unzuverlässigste Typ, den ich kenne. Wahrscheinlich, wenn es um Leute geht, die ihm keinen Vorteil verschaffen können. Labert ihr einfach nur Scheiße. Ah, morgen 3 Uhr, Großkaffee. Und hat überhaupt kein Interesse, da jemals aufzutauchen. Gut, das dazu, darum geht es nicht. Jetzt geht es um etwas, Jungs, das weiß ich seit vielen, vielen Jahren. Und heute lasse ich die Saat, die Katze mal aus dem Sack, ne? Katze, hey, Katze, bist du da? Oh, warte. Ah, fuck, okay, oh, sie ist raus, ne? Katze ist raus, okay. Aber was? Eines Tages sehe ich so einen anderen deutschen Bodybuilder, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, weil der ist ein totales Arschloch. Der hat mich abgezogen. Wie auch immer. Ich sehe diesen deutschen Bodybuilder, den ich kenne seit vielen Jahren. Wir haben auch gegeneinander sind wir angetreten beim BDB, Deutsche Mannschaft und so weiter und so fort. Der lebt in den USA immer noch. Und der sagte mir, du, der Ralf Möller ist ja total bekloppt wegen dir, ne? Ich sag, ja, 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 der hat jedes Mal mit rein, oh, in den Bauch, ah, und dann, oh. Ja. Da sagt er, du weißt ja, der steht auf die kleinen Jungs. Da sag ich, was heißt das denn, der steht auf kleine Jungs? Ey, keine Ahnung. Ja, ja, der mag sie halt wirklich jung, ne? Seine Jungs. Und er meinte natürlich nicht mit mich damit, ich war damals schon 40, klar nicht. Und dann habe ich dir gesagt, komm, ey, du bist ja voll auf Shit. Was erzählst du mir für eine Scheiße? Wie erzählst du mir? Habe ich noch nie sowas gehört vom Ralf Möller, dass der schwul ist oder dass der irgendwie mit Männern rummacht? Du hast keine Ahnung. Ich sag, wie, was? Ja, der steht auf kleine Jungs. Ich sag, was sind denn kleine Jungs bei dir? Kleine Zwerge oder was sind kleine Junge? Ich sagte, nee, 14, 15-Jährige. Ich sag, komm, du bist doch total bekloppt. Du erzählst mir so eine Scheiße. Glaub ich nicht. Habe ich ihm nicht geglaubt. Ich sag, ah, komm, geh mal kacken. Du redest doch nur Scheiße. So. Jetzt war ich ja 3 Monate da. Und in den 3 Monaten, weil viele Leute, und ich kannte jetzt mittlerweile viele Leute im Großschirm, immer gesehen haben, was der Ralf Möller für ein Spektakel abgezogen hat, wenn er mich gesehen hat. Haben die gesagt, ah, also jetzt nicht nur Deutsch. You know Ralf? So, ja. Yeah, I don't know him, but I know him. Yeah, you know, he likes to play with little boys. Noch einer, der mir so eine Scheiße erzählt. Und über diese Wochen und Monate, mehr und mehr Leute haben mir erzählt, Ralf Möller steht auf kleine Jungs. So, und irgendwann denkst du, fuck ey, vielleicht ist ja da doch was dran, ne? Also wirklich am Anfang überhaupt nichts geglaubt, ne? Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich kannte Annette und Annette war Annette super nette, ne? Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, ich dachte, ach, der ist doch, gibt's doch gar nicht, ne? Und dann, das ist, was ich gesehen habe. Und dann sehe ich ihn mittags mal auf der Straße. Und da rennt er da rum mit 3 kleinen Jungs. 14, 15 Jahre alt, würde ich mal so sagen. In einem ganz komischen, wie die miteinander umgegangen sind, war irgendwie weird. Die Jungs haben mir, diese kleinen Jungs, so ein bisschen, du weißt, wenn einer so ein bisschen etepetete schwul sich benimmt. Ich kann das nicht erklären, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben mir diese Vibe gegeben. So, hä? Okay. Jetzt habe ich das aber nicht nur einmal gesehen, jetzt habe ich das bestimmt 4, 5 Mal gesehen. Ralf Möller mit 2 oder 3 Jungs, um die 15 Jahre alt, lief nachmittags mit denen über die Straße, dahin gegangen, wieder diese komische Weib, dieses komische Untereinander, ach, da haben die sich gehält, wie so kleine Kinder. Und, also der Ralf auch. Hier ist, was mich stutzig gemacht hat.
Es hätte ja sein können, dass das irgendein Verwandter von dem war oder bekannte Kinder von einem Bekannten, die er dann schon mal unterwegs so mitgenommen. Die waren aber immer andere. Und die Vibe, die mir diese Jungs gegeben haben, war Bahnhof Zoo. Habt ihr bestimmt gesehen, ne? Diese Striche am Bahnhof Zoo. Da gab es nochmal diesen Film von einem jungen Mädchen, wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder sowas. So eine Vibe haben die mir gegeben, diese Jungs. Das waren Stricher. Ja? So diese Stricher. Und mit denen ist der rumgelaufen. Ja, könnt ihr euch eure eigene Meinung drüber bilden? Keine Ahnung, ich habe ihn nie küssen gesehen mit den Jungs. Ich habe ihn nur komisches Verhalten gesehen, das er gemacht hat, mit den Jungs rumgespielt, wie als wäre er selber jetzt so ein Teenager, so rumgeflaxt, haben die sich also halt so schwul benommen. Das ist alles, was ich sagen kann. Und es war nie, es war ein anderer. So, könnt ihr euch eure eigene Meinung darüber bilden. Das Wort war ein Gutschirm, Ralf Möller fickt. Kleine Jungs. Okay? Alright, moving on. Sean Roden. Wisst ihr noch, wie ich das Video gemacht habe über den Tod von Sean Roden? Oh! Was habe ich für einen Backlash bekommen? Oh, Ben, bist ja voll auf Shit. Was redest du da? Du hast auch keine Ahnung. Bla bla bla, oh nee, der hatte gar keine zwei Herzinfarkte vorher, nee, einen, aber nur so einen kleinen und du bist voll of shit und was weißt du denn schon, la la la, oh. Das Video hat nur einen, ich glaube, 66% Like, also viele Daumen runter, ne? So Jungs, bevor ihr das nächste Mal die Daumen runter macht, ne? Und irgendeine gequirlte Scheiße redet, wovon ihr keine Ahnung habt. Weil ihr habt keine Ahnung. Weil ihr wisst gar nichts. Der Ben hat recherchiert. Ich habe das damals ganz klipp und klar gesagt. Ich habe recherchiert mit den engsten Freunden und Familie von Sean Roden. Und alles, was ich in dem Video gesagt habe, war wahr. Oh. Und wenn ich irgendeiner von diesen Knallköpfen jetzt bei mir entschuldigen oder auf mein Video zurückgehen und den Daumen runter wieder wegnehmen? Of course not. Natürlich nicht. Jeder ist heutzutage so schnell. Oh, du Lügner, du bist voll auf Schäden, was weißt du denn schon? Leier. Ja? Und jetzt hat sein, wie soll man sagen, nicht Lebensgefährt, also er hat mit jemandem zusammen gewohnt. Einer seiner besten Freunde, die haben sich eine Wohnung geteilt in Las Vegas. Und der ist jetzt herausgekommen in einem Interview und hat alles 100% so erzählt, wie ich es gesagt habe. Da ich es vom direkten Freundeskreis und seiner Familie genauso gesagt bekommen habe. Drei Herzinfarkte. Das war der letzte Herzinfarkt. Nummer drei. Er hat Cookies zu einem Freund gebracht, mit dem Auto, ist da hingefahren, hat sich nicht wohl gefühlt, hat sich auf die Couch gesetzt, hat gesagt, hier sind die Cookies, gib mir mein Glas Wasser, da ist er gegangen in die Küche, hat ein Glas Wasser, wo er zurückkam, war schon Roden, schon tot, bewegungslos. Dann haben sie ihn noch versucht zu animieren, im Krankenwagen, aber war nichts mehr zu machen, schon Roden war tot. Also, das nächste Mal, wenn euer Ben euch erzählt, ja, dass ich recherchiert habe. Ich habe andere Videos, habe gesagt, das ist meine Meinung, das ist, was ich glaube. Recherchiert habe. Dann habe ich recherchiert. Und hier ist es jetzt. Alles, was ich gesagt habe über Sean Roden's Tod. Oh, warte mal, meine Nase. Weil ich habe immer noch so ein bisschen Erkältung. Okay. War wahr. Okay. Jetzt könnt ihr euch bei mir entschuldigen, all diese Knallköpfe wird keiner tun, also vergesst mal. Erwarte ich jetzt auch nicht. So, jetzt habe ich einen anderen Paukenschlag. Und das ist das letzte
für heute, was ich euch erzählen werde. Eine kleine Story über Ben Wieder oder Ben Weider in Deutsch. So, wenn ich immer höre, oh, über Tote soll man doch nicht schlecht sprechen. Warum denn nicht? Wenn der ein super Arschloch war, ist er jetzt auf einmal Heiliger oder was? Ja? Nein! Ben und Joe Weider waren super Arschlöcher. Da geht es überhaupt keinen Weg dran vorbei. Ich kenne so viele Stories direkt von Leuten, die einen Contract mit Joe und Ben Weider hatten und wieder die abgezogen hat. Ja? Viele. Erzähle ich euch vielleicht mal später. Heute erzähle ich euch die Ben Weider Story. Ja? Okay, so. Serge Nobre war in der Vorbereitung für den 1975 für den Mr. Olympia. Und er sah absolut fantastisch aus. Ben Weider und Joe Weider haben das so mitgekriegt, dass der Serge Nobre kommt und er könnte einen richtigen Threat sein zu Arnold. Das heißt, Mann, der kann vielleicht den Arnold schlagen. So, jetzt machen wir diesen ganzen Film um den Arnold. Und Joe und Ben Weider, die waren ja alle so auf Arnold fixiert. Na, Arnold muss ja gewinnen. Und die große Rivalry sollte nur zwischen Arnold und Lou Ferrigno sein. Da hat der Serge Nobre ja überhaupt nicht reingepasst. Dann haben die dem 6-7 Wochen vor dem Mr. Olympia gesagt, ey Serge, sorry, du kannst nicht bei Mr. Olympia starten. Und der Serge Nobre war in der Form seines Lebens. Dann haben gesagt, nee, du kannst nicht kommen nach South Africa. Okay, hat der Serge Nobre seine Vorbereitung abgebrochen, ne? Schön gegessen und sich halt ein bisschen gehen lassen und so weiter und so fort. Und dann irgendwie war es dann wieder convenient für den Movie, jetzt noch da so eine dritte Person wieder reinzubekommen. Da haben die den 2,5 oder 3 Wochen vom Wettkampf angerufen und haben gesagt, ah, Serge, wenn du willst, kannst du dabei sein, ne? Weil die haben direkt gedacht, ach, der Serge Nobre ist jetzt nicht mehr in Form, ne? Und der kann jetzt nicht in diesen 2,5 Wochen wieder richtig super aussehen, ne? Und ganz klar konnte der Serge Nobre auch natürlich nicht die Form wieder bekommen, die er 8 Wochen vorher hatte. Er war viel massiver und weiß nicht was. Und er musste jetzt eine ganz krasse, brutale Diät machen. Er war definiert, gar kein Thema, hat aber sehr viel Muskeln verloren, dadurch, dass er so eine radikale Diät machen musste und ist ja dann, wie bekannt, Zweiter beim Mr. Olympia geworden. Ne? Also so waren die Weiders alles sehr, die haben nichts dem Zufall überlassen, die waren genauso, ah, pass mal auf, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Und die haben dann immer schön ihre Fäden gezogen im Hintergrund, dass alles auch genauso kam, wie es dann kam. Und die Geschichte Ben Wellen gegen die IFBB kennt ihr ja auch. Ne? Brauchen wir nicht mehr zu reden. Und falls ihr nicht kennt, schaut euch bitte meine 2 Videos dazu an. Serge Nobre und ich, wir kannten uns seit 1985. Und das kam ja so, dass die Jungs zu FIBO kamen und dann haben wir das Studio abgeschlossen und abends um 6 haben wir dann alle trainiert, alle die, ne? Samir Banu, Mike Christian, Serge Nobre, Thierry Pastel, Tony Pearson, la 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 la. So. Und da fing unsere Freundschaft so langsam an, der fand ja meine Beine so toll und dann über die Jahre hat sich das halt so entwickelt. Wir wurden Freunde, jetzt nicht beste Freunde, aber Serge Nobre und ich wurden Freunde. Und wie ich dann die Idee hatte, dass 2008 die BNA International Classic zu machen, habe ich gesagt, Serge, komm bitte nach Amerika, ich zahle dir das Ticket, du bist einer meiner Ehrengäste. Okay? So. Und wie gesagt, wir waren ständig in Kontakt, haben immer telefoniert. Und wie das dann alles so passiert ist, und ich dann dem Serge gesagt habe, pass mal auf, komm nicht, das ist passiert, hat er gesagt, Ben, jetzt erzähl ich dir mal eine Story über Ben Weider. Die Weiders haben mich so oft screwed over, wie man so schön sagt, ja, die haben mich so oft verarscht in meiner Karriere, aber du kannst dir eine Sache nicht vorstellen. Ben Weider ist öfters zu mir nach Paris gekommen,
immer, wenn wir mal wieder so waren, ne? Die Weihers und ich waren mal wieder so. Ah, jetzt gehen wir zum Serge nach Paris, ne? Aber nie mit der Joe weiter, immer der Ben weiter. Und dann hat er mir gesagt, und weißt du, was das Erste war, was Ben weiter mal gesagt hat, wie er nach Paris kam? So, ne. Wo sind denn hier die Trennies? Ich so, ne. Ja. Dann sind wir immer in diesem... Die haben da so einen speziellen Wald in Paris, keine Ahnung, wie das heißt, wo diese ganzen Transsexuellen sind. Und dann gehst du irgendwie in den Wald und dann poppst du die da oder... Keine Ahnung, Jungs, frag mich nicht, ich bin nicht so, ne? In dieser Tranny-World so drin. Ja, wie auch immer. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn Ben Weiler nach Paris kam, Trennies. Und es ging auch das Gerücht rum, dass Ben Weiler schwul war. Kam aber nie wirklich raus. So, naja, zumindest war er ganz sicher halbschwul, ne? Oder wie sagt man, wenn man Trennies bumst? Keine Ahnung, halbschwul? Bist du dann halbschwul? Keine Ahnung, ne? Das auf jeden Fall Ben Weiler und seine Trennies. Und das hat mich direkt an den Klaus erinnert, ne? Den Präsident der NABA damals, wie der jedes Mal zu mir nach Köln kam. Er hat gesagt, Ben, wo ist der Puff? Ich schlage dich ein, lass uns zum Puff fahren, ne? Ich muss jetzt erstmal poppen. Jedes Mal, ach komm, jetzt gehen wir poppen, ich bezahle alles, ne? Klaus Hoffmann, oh mein Gott, der Puff, ne? War sein bester Freund. Egal, darum geht's nicht, jetzt geht um Ben Weider. Ben Weider, das Gerücht ging rum, er war schwul. Was Tatsache ist, er hat die ganzen Trennies immer gepoppt in Paris. Ja, jeden Tag eine schöne, eine andere, keine Ahnung, wie auch immer, irgendwo im Wald oder ich habe keine Ahnung, wie das genau so abläuft, als Serge Nobre hat mir geschworen, das war der wahre Ben Weider. Well, ne? Jeder hat so sein Ding. Ne? Der eine steht auf Frauen, der andere auf Männer, der andere auf Trennies oder irgendwas zwischendrin oder Threesome oder Threesome. Ne? Da bin ich auch für zu haben. Ne? Okay, cool. Ja, wie auch immer. Das war das. Haben wir so ein paar Geheimnisse rausgeplaudert von Ben Weider und Ralf Möller. Wisst ihr wieder Bescheid? Das nächste Video, was rauskommt, Dienstag oder Mittwoch, wird sein, trainieren mit Verletzungen oder nach einer schweren Verletzung. Das kommt zu euch am Dienstag oder Mittwoch. Ne? Und danach sollte das Interview mit Jugendsensation Gerhard Pfister kommen, freue ich mich drauf. Total sympathischer Junge, die paar Mal, die wir so miteinander gesprochen haben. Nicht wirklich am Telefon, aber wir haben uns immer so Sprachnachrichten hinterlassen. Cooler Typ, richtig cool, freue ich mich drauf. Auch sein berühmtes GPS-Trainingssystem, über das ich nicht sehr viel weiß, wird er uns dann alles erklären. Also! Ben ist wieder da, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Und wie gesagt, bis dahin, Dienstag, Mittwoch, euer Ben Valenzes. Out.